THQ. Ich hab's euch ja gestern versprochen, ne? Wir wollen noch ein letztes Mal reinschnuppern. In den zweiten Teil. Und damit auch direkt mal so den Vergleich ziehen. Wie denn die War Master Edition so Wiggle Games im Vergleich aussieht. Und die haben wir an den ganzen Ramsch. 2012 kam das offenbar. Ja, das kann durchaus stimmen. Dann starten wir mal. Lustig, dass es so gerade ein paar Jahre danach schon Remastered gibt, ne? Die Schmiede der Erschaffer. Wir haben mal einmal... Ja. Die Reise bis hierher. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen. Ein Weg zu einer anderen Welt. Das finde ich sehr schön, dass die Geschichte nochmal rekapituliert wird. Das finde ich tatsächlich mega gut. Fortsetzen. Ich werde mir auch garantiert die Spiele nochmal als Let's Play nebenbei anschauen. Denn wie gesagt, das sind einfach so bekannte Titel, so fette Dinger. Die will ich auch nochmal komplett auf dem Schirm haben. Man sieht aber auch schon, wie die War Mastered Edition auf jeden Fall sogar auch schniekiger aussah als hier der zweite Teil. Ich glaube, da sollen wir nicht runter. Da leuchtet was gelb auf der Karte. Dann nehme ich also an, dass wir da lang sollen. Genau, wir sind jetzt, glaube ich, doch der apokalyptische Reiter tot. Dreistein. Boah, da kriege ich echt eine Gänsehaut, wenn ich so riesige, epische Gebiete hier sehe. Sieht trotzdem schön aus, auch wenn das grafisch nicht so geil ist. Wie jetzt der erste in der War Mastered. Auch da hinten der Wald, der da so im Hintergrund sich erstreckt und oh. Das ist schon dick. Mein Gott. Wen haben wir denn da? Der Sensenmann. Wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Tu für deinesgleichen, was du musst. Ich werde für meinesgleichen zum Kessel reiten. Reiter, auf diesem Weg findest du nichts als Ärger. Wenn man gerne hüfthoch im Verderben steht, ist dieser Ort ebenso gut wie jeder andere. Es gibt einen Grund für das Tor hier. Und wenn du ein Freund wärst, würde ich dich nicht durchlassen. Doch, ja nun, wer ist schon des Todes Freund? Das ist schon so eine Sache. Hast du Weisheit zu teilen oder ist sie vor langem im Kampf verloren gegangen? Ach, Weisheit ist nicht wie Zähne. Ich habe viel davon übrig. Genug, um mich vom Kessel fernzuhalten. Die Alten haben ihn mit widerwärtigen Fallen versehen. Aber jemand so schlau wie du kann ihnen sicher entgehen. Na dann. Und du? Ich erinnere mich jetzt auch das langsam. Das Feuer ist wertvoller, als ich es bin, Reiter. Du solltest dich beeilen, zum Tempel zu kommen. Feuer allein wird euer Reich nicht retten. Du sprichst von der Schmiede. Richtig. Ohne das Feuer und die Tränen des Berges, ohne die Schmiede selbst, fehlen uns die Mittel, den Wald zu durchqueren und den Baum des Lebens zu erreichen. Was dann? Unsere Macht ist die Schöpfung. Deine ist Tod und Verzweiflung. Du bist ein Nephilim, Fürst der Zerstörung. Vielleicht liegt darin die Hoffnung. Wie alt ist die Schmiede? So alt wie das Reich selbst. Und vielleicht sogar älter.
Es wird gesagt, die Schmiede war das Erste, was wir Erschaffer bauten. In ihren Tiefen haben wir ganze Welten geformt. Ist schon geil gemacht alles. Leb wohl, vorerst. Ich habe dieses Spiel auch, als ich bei Oma war, so 2012 in dem Dreh, als es rauskam, habe ich das Spiel auch irgendwie mal gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich dran kam. Damals habe ich mir noch nicht so viele Spiele geholt. Jedenfalls erinnere ich mich, dass ich das Spiel ungefähr bis zu dieser Stelle hier auch dann mal angespielt habe. Es hat mich damals aber auch nicht genug catcht, um es weiterzuzocken. Was ja nicht gegen das Spiel spricht, ne? Weil manchmal sagen mir Leute, warum spielst du das nicht weiter? Ist doch voll das geile Spiel und so. Ja, meine Lieben, das ist immer so eine Sache. Geiles Spiel, kann ich auch so anerkennen. Alleine guckt euch das hier mal an, wie das hier alles aussieht. Das ist schon alles fett gemacht. Und die Story ist auch nicht schlecht. Ich finde sogar die zweite, also den zweiten Teil, finde ich irgendwie, es wirkt mir tiefer als der erste Teil. Der erste Teil, der ist mir mehr effekthascherig. Auch hier haben wir eine große leere Ebene mit nicht viel drin, aber an sich Verzweiflung rufen. Naja, hier hat man eine große Ebene genommen, damit man Verzweiflung mal einsetzen kann. Galoppiert auf Verzweiflung heran, der Tod. Ist schon lyrisch. Was ist das für ein Ding da? Da kommen wir wohl noch gerade nicht hin. Dann gehe ich mal dahin, wo die Karte uns hinführt. Ne, jedenfalls. Wobei ich sagen muss, so eine große leere Ebene, nur damit man so ein bisschen rumreiten kann, ist Game Design technisch eigentlich eher so voll Anfang des 21. Jahrhunderts, aber nicht 10 Jahre noch danach. Oh, der Baum da hinten, ne? Guckt euch das mal an da. Alles ist schon episch. Ja, wie gesagt, nur weil ein Spiel mega geil ist, muss es ja nicht jeden abholen. Das spricht ja aber eben nicht gegen das Spiel, sondern was über den eigenen Spielstil. Und da hat auch jeder einen eigenen. Es spielt ja nicht jeder jedes geile Spiel. Man könnte mal überhaupt, also es ging ja gar nicht. Es ging ja überhaupt nicht. Meine Lieben, ich bin glücklich, die Klageklippe. Bin glücklich, die Chance zu haben, so viele Spiele anspielen zu können, wie ich das eben tue. Da bin ich glücklich drum. Na, wen haben wir denn da? Komm näher und sieh, was Wulgrim zu bieten hat. Sei gegrüßt, Reiter. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Wulgrim, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Das ist aber lieb, dass er an uns denkt. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt. Deine Klingen sind so scharf wie immer. Und trotzdem kann ich dir helfen. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Na los! Riskier einen Blick. Du wirst nicht enttäuscht. Ja, mach ich doch schon, dann zeig mir auch. Ich habe neue Waren, wenn du die Münze hast. Wulgrim ist der Meister der dunklen Magie und kann die entwickelten Fähigkeiten beliebter Kreaturen zurücksetzen. Entscheide dich hierfür mit der Fähigkeit und löschen deine erworbenen Fähigkeitspunkte neu vergeben möchtest. Nö. Wozu? Eigentlich bin ich gerade zufrieden. Bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Im Buch der Toten fehlen Seiten. Ich vermute, dass viele sich entlang deines Weges finden. Wenn du sie mir bringst, wird deine Belohnung beträchtlich sein. Ebenso wie meine Verdammung. Naja, aber
sind ja eh keine besonders happy Tage hier, ne? Lalala. Und schwupp. Hier kommen wir doch sicher hoch, oder? Genau, der Klettermaxe. Hopp. Mann, gut, dass ich die Steuerung auch nach Jahren nicht vergesse, weil... Einfach aus dem Grund, dass Spiele oft einer gewissen Logik folgen, die man drauf hat, wenn man genug davon gespielt hat. Und einiges wird einem ja auch hin und wieder einfach angezeigt. So, hier geht's weiter. Unheilsforst. Muss aber auch immer irgendeinen bösen Namen haben. Menno. Haben wir's? Nicht ganz. So, nun aber. Ich wollte doch nur mal kurz an die Truhe hier ran. Da laufen noch andere Viecher rum. Was ist das da hinten? Ach, das ist wieder so einer. Gut, gut, haben wir das. Kantapa, 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 Kantapa. Wollen wir hier doch mal lang düsen und gucken, wo der Weg uns hinführt. Große, relativ leere Landschaften, wo die Bodentextur nach 10 Metern nachladen. Niedlich. Bedenkt, dass das Spiel 6 Jahre alt ist. Aber was kommt hier für ein Gebiet? Das ist auch noch Unheilsforst. Mein Gott, ist das hier ein Weg. Als ob ich hier für jeden Pupsgolem stehen bleibe und ihn bekämpfe. Der verkohlte Pass. Hoffentlich passiert uns hier nichts. So, wollen wir so ein bisschen hier agil bleiben. Ich gehe der Sonne nach, ne? Ja, Hotte Hü. Ist ja nun gut. Ahü. Sag mal, wann sind wir denn da? So, hier müssen wir hin. Das Feuer des Berges. Finde den Kessel. Hilf Khan, die Kreation zu besiegen. Und dann wollen wir immer nicht von Karren, ne? Und so. Es ist wahr. Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim. Trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst, ist mir egal. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen.
Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Eure Schamanin hat mir einen Talisman angeboten, wenn ich ihr die Materialien dafür besorge. Dann ist es klug von dir, sie ihr zu bringen. Ihre Arbeiten sind sehr mächtig. Wo finde ich Pirschknochen? Pirsche streunen im Kessel umher. Sollte eine einfache Aufgabe sein, wenn dein Name etwas bedeutet. Ah ja. Na dann. Dicke Sache. Was haben wir hier? Irgendwas zum Drehen? Oder halt auch drücken. Dass sich die Sensen aber auch immer so drehen. Das geht nicht auf. Und das schon. Ja, dick. Dick, dick, dick. Hier kommen wir nicht hoch. Hat so ein bisschen was Höllisches hier, ne? So vom Feeling, weil das ja alles so heiß und Lava und dicke Steine, Eisen. Irgendwelche Dämonen, die hier rumschwubbeln. Rot-braun-Schwarztöne. Ich finde, das hat eher was so ein bisschen von... Von Hölle. Ja, eindeutig. Oder Maya-Tempel. Bei Morhun. Erinnert ihr euch noch bei Morhun? Was wir damals gespielt haben, so um Mini-Let's Play Folge 80 rum. Wo wir da bei Morhun 3, glaube ich, hier so rumgehopst sind. Auch an solchen Hintergründen. Was ist das? Ja. Weil's einfach zu langweilig wäre. Schon wieder solche Eumels. Kann doch nicht sein. Überall alles voll mit denen. So, muss ich dich platt machen, damit ich durch die Tür komme, oder wie? Und aufpassen, dass ich ihn irgendwo reinhopse. Nee, die Tür bleibt zu. Na dann. Mein J. Kann man einen Doppelsprung hier machen? Oh, einen Doppelsprung kann ich mit ihm nicht machen. Er verschwindet dann in der Luft. Ach, wir müssen an der Wand lang krabbeln. Das kann er, aber einen Doppelsprung kann er nicht. Was ist das denn? Was war das denn da? Hat er sich an der Wand rumgebackt und weg war er. Seufz. Kann ich hier irgendwie... Nicht? Na, so geht's. Von mir aus. Hauptsache es läuft. Müssen wir denn lang? Ach, schon wieder so eine Zielvorrichtung. Fummelkram. Geht das auf? Nee, natürlich nicht. Und da wüsste ich jetzt nicht, wie man da langkommt. Es wirkt mir alles so weit weg. Aber warte, 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 warte. Warte. Nein, hier. Hopp und hopp. Mein Gott. So. So, jetzt guck mal nach hinten.
Du Eumel, du sollst nach hinten gucken. Wie mache ich denn das, dass der jetzt nach hinten geht? Ja, in etwa so. Gott, ich scheiße mich hier gleich ein. Will hier jetzt nämlich nicht abstürzen. Wie agil die Reiter immer alle sind, ne? Ist unglaublich. So. Das ist das, was wir brauchen. Und dann das da abzuballern. Das da abzuballern. Kann ich da jetzt wenigstens einfach so rüberspringen? Ah, tatsächlich. Ah. Kluges Level-Design. Von der einen Seite kommt man runter, von der anderen aber nicht hoch. Wo ich gerade noch über das Level-Design meckerte. Viecher. Was? So schnell sterben? Pff, ich habe euch ja gesagt, dass ich mir Darksiders in der Warmastered und auch 2 und 3 nochmal als Let's Play nebenbei laufen lasse. Ich habe mir auch nochmal Annas Quest angeguckt. Das war ja auch ganz niedlich soweit, aber das wäre mir echt zu fummelig geworden irgendwann. Das sind echt abgefahrene Rätsel teilweise gewesen. Dann habe ich mir auch Next Big Thing nochmal angeguckt irgendwie, aber da habe ich auch nur die ersten paar Folgen angeguckt und wurde es mir zu fad. Also das hat mich nicht gecatcht. Also durchaus Spiele, die wir nicht durchspielen, die ich nicht weiterspiele, die gucke ich mir teilweise nochmal wo als LP an, aber oft dann auch nicht wirklich. Aber Darksiders ist fett genug, das würde ich mir schon mal gerne wo angucken, aber meine Geduld strapaziert es über. Geduldig bin ich nur in Spielen, wo ich wirklich sage, oh wie geil, das will ich spielen. Da bin ich dann auch geduldig und das wisst ihr ja auch, ne? Zum Beispiel bei Assassin's Creed oder so, da lasse ich mich auch 100 Mal platt machen. Ich meckere zwar immer, hey, ich hör auf, ich spiele nie wieder, aber ich mache ja trotzdem weiter. Das, ich hör auf, ich spiele nie wieder. Das ist quasi meine Form von, naja, andere Zocker, die fangen dann an mit, oh, du motherfucking Hurenficker, son of sonst was, stirb an Krebs. Ne, so reagieren die meisten Spieler in Kompetitiv-Titeln. Und ich motz dann halt eher, ich spiele nie wieder. Ich glaube, da ist meine Form noch die verkraftbarere, ne? Und aber Gaming, ich hab's ja immer noch nicht rausgefunden, warum es so ist. Gaming schafft einfach Wut und Aggression, wenn man abkackt. Und das kennt auch jeder Gamer. Aus friedlichen Menschen werden fluchende Monstren. Das ist einfach so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich guck mir den Titel mal an. Ja, es ist eine kurze Folge heute, das ist richtig. Es ist nicht normal, dass ich so eine kurze Folge mache, aber ganz ehrlich, wir machen sonst eigentlich immer über 30 Minuten. Wir machen auch meistens Überlänge. Da kann ich jetzt auch mal Unterlänge machen. Ich sollte jetzt auch langsam ins Bett. Nachher ist, habe ich zu Frühstücken verabredet. Da will ich dann auch nicht hängen wie so ein ne? So, und da ihr mich auch nicht als erleben wollt, können wir ja auch in aller Ruhe morgen, oder kann ich in Ruhe morgen weiter aufnehmen und wir sehen uns auch morgen wieder. Joa, Mensch, so ist das. Ich habe mittlerweile meinen Laptop auseinandergebastelt. Ein paar Teile habe ich mir aufgehoben, aus der Festplatte eine externe gemacht. Das Motherboard habe ich in mein Spieleregal gepackt als Erinnerung. Es war halt es hat mich lange, lange Zeit begleitet, sage ich mal. Mein Läppi, ne? Mein Läppi ist meine älteste Technik. Meine älteste immer noch verwendete Technik, die jetzt halt den Geist aufgab. Aber ich habe halt keinen meiner alten Rechner. Damals tickte ich noch anders. Damals war mir das alles noch nicht so viel wert. Damals war es für mich einfach nur ein Gerät zum Ablenken, zum Datteln, zum Chatten, zum dumm Teug machen im Internet. Ne, zum Videos gucken, keine Ahnung, um Diablo zu zocken. Jedenfalls habe ich auch alte Daten immer leider nicht aufgehoben. Ich habe ja auch schon frühest angefangen, an Projekten zu arbeiten, indem ich zum Beispiel Sprites manipuliere und so. Ganz besonders sowas wie, ja,
ja, so Titel um 2003, 4, 5 rum. Da ging es dann halt los. Aber ich habe erst Daten ab 2007. Ab eben diesem Laptop. Alles, was davor geschah. Naja, immer wenn so ein Rechner im Arsch war. Damals wusste ich noch nicht, wie so eine Festplatte funktioniert oder was ist. Ich habe dann da Werte gesehen und dachte, aha, na, höher wird wohl besser sein. Aber ich wusste nicht, wie so ein Rechner funktioniert, dass man da so eine Festplatte ausbauen kann. Und dass man die Daten dann auch retten kann. Ich habe dann aber irgendwann tatsächlich bei meinem letzten Rechner mal so eine Festplatte ausgebaut. So eine 20 Gigabyte Festplatte. Ja, und die habe ich dann irgendwann weggeschmissen, weil ich nicht fähig war, weil ich nicht wusste, was ein SATA-Anschluss ist. Und nicht wusste, wie ich das Ding umgemodelt bekomme, dass ich das wie eine stinknormale externe Festplatte eben auslesen kann. Mittlerweile ist das für mich, muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Aber damals, dann habe ich die halt weggeschmissen mit all den Daten von damals. Mein Gott. Ja, also ich fände es halt einfach interessant, so eine Zeitkapsel zu haben. So eine Festplatte von einem von vor 10 Jahren oder 15 Jahren halt. Aber sowas ist halt dann weg. Aber nun ja, jetzt habe ich jedenfalls von dem alten Ding Abschied genommen. Verrückt. Jetzt denkt er, warum erzählt der alte Mann jetzt aus seiner Kindheit? Ja, weil das war mitunter eine Sache, die mich die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt hat. Manche sagen es albern, aber es war für mich jahrelang mein Tor zur Welt, ne? Was jetzt hier mein Rechner ist. Deswegen war ich auch so stinkig, als mir der Rechner, den ich bei Oma hatte, als mir der geklaut wurde mit allen Daten. Wie gesagt, die meisten Daten waren eh schon hier übertragen und so, aber es ist trotzdem eine Unverschämtheit. Was sich denn Leute denken, die denn meine intimsten Daten halt dann auch alle hatten, weiß ich nicht. Die Vorstellung find ich nicht schön, dass Leute dann da einfach in eigenen Leben so rumfuschen. Bei NSA sollen sie alle machen, was sie wollen. Aber stinknormale Liebe. Tja. Ach, ich weiß nicht. Das war ja eh jemand hier aus dem Stadtteil. Ich habe dann ja auch irgendwann mal eine Adresse gehabt. Von jemandem, der meine Daten im Netz genutzt hat. War auch zur Anzeige gebracht, aber wurde halt irgendwann fallen gelassen. So ist das halt. Recht wird im Regelfall kaum gesprochen, beziehungsweise umgesetzt. Also immer wenn ich mit dem Gesetz zu tun hatte, irgendwas mit Anzeigen oder so, das war dann ja immer wegen irgendwelcher Sachen wie Betrug, Diebstahl. Das hat nie funktioniert. Das hat nie funktioniert. Mein Stiefvater und mein Vater, die sagen ja auch beide, also mein Stiefvater umso mehr, und Vater sagt das aber auch, wenn man Recht haben will, dann muss man sich das Recht nehmen. Gut, mein Stiefvater sagt dann halt einfach, Junge, wenn dir jemand auf den Sack geht, hauen auf die Fresse. Der hat auch mal gesagt, wenn dir die Leute vom Amt auf den Sack gehen, dann sag mir Bescheid, komme ich mit Mutter her, den reiße ich da die ganze Wand ein. Gut, ob man damit dabei durchkommt, weiß ich nicht. Vater hat sogar mal, als der mit mir bei der Polizei war, weil jemand mir ein Rad aufgestochen hatte am Reifen, hat Vater noch dem Polizisten gegenüber gesagt, ach, wisst ihr, als ich jung war, da hat man das ganz einfach geregelt, nicht so umständliche Papierkram ausfüllen, die Scheiße und alles. Da sind wir hingefahren, dann habe ich dem ein paar auf die Fresse gehauen und dann hat sich die Sache geregelt. Dann haben sie mir nie wieder ein Rad aufgestochen. Dann hat der eine Polizist gesagt, Herr Kösser, das ist nicht unbedingt pädagogisch wertvoll, was Sie hier gegenüber Ihrem Sohn äußern. Und dann sagt er nur, ach, ist doch wahr. Ja, gut. Meine Mutter gibt mir auch ähnliche Ratschläge. Ist ein Wunder, dass ich so ein friedliebender Kerl geworden bin, ne? Ja, ich denke mir dann immer nur so, mein Gott, mobst mir jemand zum Beispiel ein Fahrrad? Da denke ich mir, ich wünsche dir, dass du dich damit erstmal schön aufs Mett legst. Dass das Karma da schön arbeitet. Aber ich bin ja nicht jemand, der dann selbst halt rausfindet, wo jemand wohnt, der das und das gemacht hat und dann gehe ich da hin und dann knallt's im Karton oder so. Also so bin ich halt irgendwie nicht. Wenn es mich nicht stört, dann stört's mich auch nicht. Also wenn jemand, weiß ich nicht, irgendwie so die, zum Beispiel, dass mir die Klimaanlage mal gemobst wurde oder so, dann sollen sie halt glücklich damit sein mit dem Teil. Aber wenn es halt wirklich an meinen Markt geht, so, ne, so an die wichtigsten Dinge wie so ein Rechner oder auch ein Handy oder da hört mein Spaß dann auch auf und da hört auch mein, ne? Wenn die Leute Mangel haben, sollen sie sich ja nehmen. Das hört bei mir da auch, aber sowas von auf. Naja, ich denke mal, da versteht man mich. Ihr habt alle Dinge,
wo ihr Leuten am liebsten die Hand abschlagen würdet, wenn euch das entwendet wird, nehme ich mal an. Jeder Mensch hat so einen Punkt, wo eine Grenze überschritten wird. Naja, ich werde jetzt hier nochmal so ein bisschen rumzeichnen und dabei entspannt ein bisschen was laufen lassen nebenbei, und in einer Stunde liege ich dann auch in der Kiste. Gut, wenn ihr das guckt, dann ist es ja jetzt gerade erst mittags. Von daher gilt das dann nicht. Ja, wie gesagt, ihr habt einen Eindruck bekommen. Ihr entscheidet, ob das was für euch ist. Morgen möchte ich mit euch auch einen relativ taktischen Rollenspieltitel angehen, der auch mega bekannt ist. Würde mich auch mal interessieren, was das für ein Spiel ist. Und zwar ist es Warhammer Vermintide. Habe ich auch schon vor Jahren mal irgendwie Wind von bekommen. Habe ich auch seit genauso langer Zeit in der Liste, aber immer nichts gemacht mit. Gut, na dann, bis morgen. Danke fürs Eingeschaltet haben. Jetzt sind wir doch bei einer halben Stunde und tüdelö.